Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es mal ein Reaction-Video, was wir schon mal mit Sims Memes gemacht haben. Aber ich habe jetzt gerade etwas gefunden in meiner Abo-Box, nämlich von dem Account The Red Plum Bob. Und da geht es um einzigartige Techtelmechtel-Orte und zwar in Sims 2, 3 und 4. Und mit denen kenne ich mich noch gar nicht so gut aus. Deswegen dachte ich, wir gucken uns das einfach zusammen an. Ich werde es einfach durchlaufen lassen und dann einfach darüber quatschen. Und sonst, ja. Ich werde erstmal das ein bisschen leiser machen, weil ich glaube, das ist sonst ein bisschen kritisch. Und ja, wir genießen das jetzt einfach mal und entspannen uns ein bisschen, indem wir hierauf reagieren. Ich bin sehr gespannt. Also, ja, die Autos. Daran kann ich mich tatsächlich sogar noch erinnern. Ich hatte ja als Kind nicht so viel Erweiterungen, beziehungsweise ich habe ja eigentlich nur Basisspiel gespielt, aber in Sims 2 Nightlife? Kam das dann ja dazu und ab und zu hatte ich das dann und naja, dann konnte ich das dann auch machen. Ne? Als Kind habe ich immer techtelmechteln lassen. Ich fand das so lustig und oh Gott. Das wusste ich nicht, dass das geht. Das habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Mit den Toten kenne ich mich besser aus. Zum Beispiel der Fliegentod, der ist auch richtig geil. Ich wusste noch nicht mal, dass es Helikopter gibt. Was? Hä? Wusstet ihr das? Jetzt mal ganz ernst. Also, Sims 2 ist mein Lieblings-Sims. Aber trotzdem wusste ich nicht, dass es das gibt. Oh mein Gott. Hä? Was ist das? Ich bin komplett überfordert. Sims 3. Mumien. Ja. Also. Das. Als ob man. Also, ich bin auch nie mit meinem Partner auf Abenteuer gegangen. Also. Im wahrsten Sinne des Wortes. Oh, ich sterbe, Leute. Zeitmaschine? Ich wusste auch gar nicht, dass es keine Zeitmaschine gibt. Ich erlerne hier gerade so viele neue Sachen. Das ist, ich sterbe. Oh, Leute, ich erfahre so viel Neues. Was ist das? Ich weiß noch nicht mal, wie ein normaler Trip aussieht. Ohne Witz, ey. Queen? Trevor Baby. Oh, das Kind kann da rauskommen? Wie geil. Okay, das mit den Baumhäusern weiß ich. Das habe ich nämlich selber schon mal ausprobiert. Weil ich habe mal Schwarze Witwe oder so ausprobiert und da konnte ich das, also in Sims 3. Und da war es dann, dass ich halt ja an verschiedenen Orten mehr Punkte bekommen habe. Und das war halt schon... ja, das hatte ich, glaube ich, nicht. Also ich weiß nicht, ob man das immer einen Splitter kriegt. Aber keine Ahnung. Diesen Techtelmechtel-Spot kenne ich auch. Den habe ich auch schon gesehen. Tatsächlich. Oh mein Gott, Hilfe. Aber ja, also das jetzt finde ich jetzt auch nicht so spannend, to be honest. Also ich würde jetzt auch nicht unbedingt im Heu ein Techtelmechtel haben wollen, aber ja. Okay, ich wusste nicht, dass das passieren kann. Das ist auch neu für mich. Also ich wusste, dass Pferde auch Kinder haben können, aber ich wusste nicht, dass diese Animation so aussieht. Und auch das wusste ich nicht, dass man da drin ein Techtelmechtel haben kann. Also, dass es das grundsätzlich gibt, ja, okay. Aber, und die andere Person ist einfach weg. Geil. Ich lieb's. Oh mein Gott, stell mir vor, das ist so eine Aufführung und dann passiert das einfach. Das wusste ich auch. Tatsächlich. Feen, ne? Boah, ich wünsche mir Feen auch zurück in Sims 4. Ich glaube, das könnte richtig süß werden, weil ich habe auch so viele coole Sachen, mit denen Feen einfach so cool aussehen würden. Also, ich wäre dabei. Feen? Also, wir kriegen ja jetzt ein Geist-Pack, ne? Aber Feen wären noch viel cooler. Und was ist das? Sind das diese Wahrsager-Waggons da? Und wenn ja, als ob man darin ein Techtelmechtel haben kann. Same. Same, boy, same.
mein Gott, ich wusste nicht, dass es Heißluftballons gibt. Ich erfahre wirklich so viel Neues, ne? Ohne Witz. Oh mein Gott. Wahrscheinlich kostet der wieder 15 Euro, wenn man den kaufen wollen würde, aber... Oh, das finde ich richtig süß. Ehrlich. Und das ist auch völlig schöne Animation gewesen, okay? Also jetzt für den Technik echt legen. Was ist es so? Wir machen so! Und dann kommt auf einmal ein Kind daraus. Und das finde ich aber wirklich süß. Ohne Witz. Also, ne? Oh mein Gott. I wish ich hätte dieses Ding. Aber habe ich leider nicht. I'm a sad hoe. Ich möchte einen Heißluftballon. Wenn wir Freunde auf Origin sind, schenkt mir bitte in Sims 3 diesen Store-Content, weil man kann das ja verschenken. Ich bin dabei, du. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich das kannte. Also es kommt mir jetzt irgendwie nicht so unbekannt vor. I don't know. Ich hoffe, ihr hört das draußen nicht, weil die sind da am Rumwerkeln und keine Ahnung, irgendwie. Ja. Ja. Also keine Ahnung, das ist jetzt halt was für Tauchen. Das habe ich jetzt noch nicht so krass erkundet tatsächlich. Aber ja, ist ganz nett, I guess. Weiß ich nicht, ich habe jetzt nichts, wo ich mir denke so, Ja. Ja, das wusste ich auch. Das ist ja eigentlich fast genau das gleiche, wie in der Dusche ein Techtelmechtel haben. Deswegen finde ich das auch gar nicht so besonders, wenn ich ehrlich bin. Also, findet ihr das jetzt so besonders? Also, keine Ahnung, das ist eigentlich genau das gleiche. Into the Future. Ein sehr interessantes Pack. Jetpacks. Hat das was damit mit dem Techtelmechtel zu tun? Okay. Ich, also, Ich, oh, als ob die jetzt schmutzig sind. Ich lieb's. Ja, also die waren in mehrfacher Hinsicht schmutzig miteinander, du. Oh ja. Aber in Sims 2 gab's dann ja nur voll wenige. Weil das ist jetzt ja nur Sims 3 jetzt. Wow. Ich lieb's. Ich lieb's. Macht das einen Unterschied in dem Bett? Oh. Okay. Ich habe meine Antwort bekommen. Also grundsätzlich macht es keinen Unterschied, aber es sieht lustiger aus. Double Dreaming. Oh. Süß. Man könnte dann... Oh mein Gott, das wusste ich nicht. Als ob man da drin... Also, Public Wuhu ist auf jeden Fall hier am Start, oder? Mist, mein Stop! Ich wusste nicht, dass das existiert ist. Es gibt einfach so viel Store-Content, den ich einfach absolut noch nie in meinem Leben gesehen habe. Aber interessant, aber das finde ich jetzt nicht so krass. Also, das würde ich mir jetzt nicht kaufen. Also, erst recht nicht, weil das bestimmt auch wieder so ein Item ist, was so 15 Euro oder so kostet. Was halt einfach viel zu überteuert ist, aber ja. Aber sowas zum Beispiel finde ich wieder cool, ne? Also, so wenn du halt so ein Sims-Pärchen hast. Oh mein Gott, dieser... Der hier denkt sich auch nur so, excuse me. Wir sind hier auf diesem Boot. Entschuldigung, wir möchten weiterfahren. Entschuldigung. Das ist safe seine Reaktion, Alter. Was ist mit ihm? Er denkt sich nur so, ja. Das ist mir noch nie passiert, dass die in den Rabbit Holes ein Techtelmechtel hatten bei mir. Also, ich wusste, dass es passieren kann, aber es ist bei mir noch nie passiert. Und ich habe so viel Sims 3 gespielt in meinem Leben. Voll komisch eigentlich. Oh mein Gott, Werbung! Excuse me, ich will keine Werbung. Geh weg, geh weg, geh weg. Oh, Mist, ich wusste das nicht. Ja. Also, Sims 4. Teleskop. Das ist jetzt was, was ich schon kannte auf jeden Fall. Ich bin gespannt, ob in Sims 4 irgendwas ist, was ich noch nicht kannte, weil ich denke, mit Sims 4 kenne ich mich mittlerweile sogar am meisten aus. Weil es einfach das ist, was ich vor allem in letzter Zeit einfach am meisten gespielt habe. Ja, Teleskop. Also ich stelle das halt nie auf, aber wenn, dann nutze ich das schon als Techtelmechtel-Spot. Weil, keine Ahnung, ist halt schon cool, to be honest. Kann man machen, ne? Rakete. Ja. Finde ich auch cool. Also, ist schon nice.
Das mache ich meistens, wenn ich auf der Geekcon bin. Da mache ich öfter das dann mit dem Technik, wenn ich mit meinem Partner da bin. Weil das ist halt schon ganz cool eigentlich. Also klar, also ich finde irgendwie ein paar andere Sachen aus den vorherigen Teilen finde ich cooler so. Aber ab und zu ist es schon ganz cool. Not gonna lie. On Cloud 9. Oh, die Büsche. Die haben wir auch schon oft benutzt. Allein an die Uni. Und in der 100 Baby Challenge haben wir das schon ein paar Mal gesehen. Ne? Also auch in meinem privaten Gameplay habe ich die schon ein paar Mal benutzt. Weil manchmal ist es ja nicht anders möglich. Da kann man sich schon mal gönnen, ganz ehrlich. Ich meine, Wuhu-Büsche würde ich im echten Leben nicht benutzen für ein Techtelmechtel. Aber in Sims 24/7. Ich lebe meinen Traum, wisst ihr? Das ist auch so geil, ne? Das habe ich schon ewig nicht gesehen, weil ich richtig lange nicht mit Vampiren gespielt habe. Aber wenn ich mit Vampiren spiele, finde ich das einfach echt cool. Also halt, dass es so ein spezielles Techtelmechtel-Ding gibt für Vampire. Weil das gibt denen halt noch mehr so eigenen Charakter irgendwie. Und das ist halt schon cool. Also, ja. Ich lieb's. Ich lieb's. Ah, ja. Wir müssen mal wieder was mit Vampiren spielen. Also ich habe richtig Bock irgendwie. Vielleicht. Also, ich habe eine Planung für ein neues Let's Play. Und vielleicht haben wir da ja ein Vampir. Mal schauen. Also, ich will nicht zu viel verraten, aber das könnte sehr interessant werden. Oh, der Leuchtturm ist auch cool. Also, ich meine, das ist schon ein bisschen weird. Und vor allem mache ich mir Sorgen um die Schiffe, die dann halt mit dem Licht dann nicht mehr zu einem finden, also zu dem Land. I don't know, aber also ich, es wäre kritisch, wenn das im echten Leben passieren würde, aber es ist schon cool. Vor allem, weil da ja nie irgendwer ist so. Deswegen kann man sich schon mal gönnen, ne? Und ich wusste nicht, dass es bei dem Ding eine spezielle Dings auch gibt. Also auch, das ist ja ähnlich wie dieses Sims 3 Bett, oder? Von Into the Future. Also weil es sehr, sehr ähnlich aussieht. So grundsätzlich. Puh, weiß ich nicht. Also, ich habe dieses Ding generell noch nie benutzt, glaube ich. Weil ich ja eher so der Family Player bin. Und das ist halt einfach kein Ding zum Family Playen. Und das habe ich schon mal gesehen, aber ich habe das noch nie selber geschafft, weil ich, wenn man muss ja das Geld da die ganze Zeit mal reintun und so. Und naja, ich hab's lieber, dass es direkt in meiner Bank ist, quasi. Aber, ja. Wenn ich irgendwann mal einen reichen Sim habe, dann gönne ich mir so richtig mit denen. Allein Geld nicht baden, sondern in Geld techtelmechteln. Leute. Das ist perfekt, einfach mal. Perfekt. Besser geht es nicht. Ich lieb's. Ich lieb's so sehr. Money, woo. Das ist auch so schön unter dem Wasserfall, ne? Also, das habe ich in der, lass mich lügen, zweite Generation, zweite und dritte teilweise Generation von meiner Legacy Challenge, habe ich ja in Sulani gelebt. Und da haben die halt auch öfter ihre Zeit dann da verbracht. Weil es ist einfach so, 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 so schön. Oh. Also, auch im echten Leben wäre das, glaube ich, ziemlich cool, so unter einem Wasserfall. Weiß ich nicht. Ah, aber ich lieb's. Dumpster Wuhu haben wir ja ausprobiert. In der 100 Baby Challenge. Ansonsten habe ich das noch gar nicht gemacht. Aber ich finde es halt lustig, dass da ja dann eine andere. Also, was stand denn da? Auf jeden Fall stand da ja irgendwas anderes als Text. Wenn man da draufklickt und dann halt Tätchen möchte. Ach ja. Aber es ist schon widerlich, da drin eigentlich ein Tätchen möchte zu haben. Also ich finde das noch schlimmer als der Busch oder so. Weil, I mean, da kommen dann Fliegen und so raus. Das ist schon ein bisschen kritisch. Würde ich jetzt persönlich nicht machen.
Und ja, das habe ich auch schon gehört, dass man da drin Technomechel haben kann, aber es sieht, glaube ich, einfach aus wie das Whirlpool-Ding. Ja, steht da auch. Das ist dieselbe Animation wie bei den Whirlpools. Finde ich schade, aber ist trotzdem ganz schön. Irgendwie. Also ist jetzt sonst natürlich nichts Besonderes irgendwie, aber Technomechel-Optionen sind natürlich immer schön, ne? Das Wasser wird dreckig. Oh mein Gott. Same, same. Same. ja. Und. Das wusste ich auch noch nicht. Ich bin noch nicht. Ich habe ja generell Snowy Escape noch nicht so. Also Ab in Schneeparadies noch nicht so erkundet. Das wollen wir ja vielleicht in der 100 Baby Challenge machen. Mal gucken. Aber. Das ist natürlich auch ein schicker Ort für ein gutes Techtelmechtel. Vielleicht werden wir es mal austesten. Ich würde mich auch kalt fühlen, wenn ich da rauskäme, ey. Alter, diese eBay-Werbung ist aktuell so schlimm, ne? Ohne Witz. Ich hoffe, ihr findet sie auch so schlimm wie ich. Mich nervt sie auf jeden Fall sehr. Aber das Video ist ja auch schon vorbei. Winner! Ich würde sagen, Sims 3, also da haben mir auf jeden Fall die Sachen also am besten gefallen, weil viele Sachen einfach sehr, sehr interessant sind. Vor allem dieses Baumhaus, Techtelmechtel und so, finde ich halt sehr, sehr schön irgendwie. Und ja, keine Ahnung. Aber jeder hat halt irgendwie was, wo ich mir denke, so, das ist schon ganz cool gewesen. Und ja, ihr könnt mir ja sagen, was euch am besten gefallen hat und was ihr so zu dem sagt, was ich so denke in meinem Leben hier, was ich hier so erzählt habe. Ich habe 17 Minuten durchgelabert und das ist schon krass. Also, das haben wir ja schon lange nicht hinbekommen. Wow. Und, ja. Alles klar. Am Samstag kommt die 100 Baby Challenge. Dann geht's weiter. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin und tschüss!